Der dreimalige Wimbledon-Sieger Boris Becker muss sich von heute an in London vor Gericht verantworten. Dem früheren Tennisprofi wird Insolvenzverschleppung vorgeworfen. Becker drohen bis zu 7 Jahre Haft, weil er laut Staatsanwaltschaft in einem Insolvenzverfahren in seiner Wahlheimat Großbritannien Vermögenswerte unterschlagen haben soll. Konkret geht es dabei um Immobilien, Aktien und Bankguthaben. Aber auch um mehrere Pokale wie die Auszeichnung für seinen ersten Wimbledon-Sieg 1985. Und sprechen wollen wir darüber mit Valerie Krall in London. Wie schwer wiegen denn diese Vorwürfe für den Tennisstar Boris Becker? Die wiegen schon durchaus schwer, denn es sind über 20 Anklagepunkte, gegen die sich Boris Becker hier verteidigen muss. Der Prozess ist auch für 3 Wochen angesetzt, was auch zeigt, es gibt tatsächlich viel zu verhandeln. Die Vorwürfe wiegen schwer und im schlimmsten Fall droht dem Tennisspieler ja sogar eine Gefängnisstrafe. Und in welcher Höhe? Womit muss er rechnen? Also das Höchstmaß in diesem Prozess wären 7 Jahre Gefängnis. Das ist aber eher unwahrscheinlich, vermuten hier die meisten Anwälte. Es könnte auch sein, dass die Richterin eine Geldstrafe verhängt oder dass es eine geringere Gefängnisstrafe gibt, die dann zur Bewährung ausgesetzt wird. Das wird ganz entscheidend sein, ob und vor allen Dingen in wie vielen dieser Anklagepunkte Boris Becker für schuldig befunden wird. Je nachdem wird die Strafe dann höher oder niedriger ausfallen. Nun hat der Prozess ja heute begonnen und ist direkt erst einmal ins Stocken geraten. Warum, woran liegt das? Ja, direkt nach Beginn hat sich das Gericht erstmal zurückgezogen, um zu beraten. Da geht es um einen Corona-Fall. Und zwar hat nämlich der wichtigste Zeuge der Anklage Corona bekommen und fühlt sich eben auch nicht so gut, dass er vor Gericht erscheinen könnte. Und insofern, da geht es um den Insolvenzverwalter. Und insofern hat die Anklage gefordert, dass der Prozess jetzt erstmal vertagt wird. Boris Beckers Seite hat aber dafür plädiert, dass der Prozess weiterlaufen wird. Insofern ist hier im Moment noch ein bisschen unklar, wie es weitergeht. Der Tag hier, also der Prozess heute läuft aber noch. Die Jury wurde auch schon eingeschworen. Aber was es jetzt mit dieser Vertagung auf sich hat, ob das noch passiert oder nicht, wissen wir noch nicht genau. Nun ist ja Boris Becker für viele ein sportliches Idol, ein Tennisheld, dem man so etwas gar nicht zutraut. Wie ist er denn überhaupt in diese Lage geraten? Ja, Geldprobleme hat Boris Becker ja tatsächlich nun schon seit Jahren. Auch in anderen Ländern gab es ja schon Verfahren gegen ihn. Hier in England, seiner Wahlheimat, wurde er 2017, also schon vor ganzen 5 Jahren, für zahlungsunfähig erklärt. Und dann wurden auch schon Vermögenswerte zwangsversteigert und so weiter. Er ist dann relativ schnell mit etwas kuriosen Manövern hier im Gericht aufgefallen, hat zwischendurch gesagt, er sei Sonderbotschafter der Zentralafrikanischen Republik, habe deswegen Diplomatenstatus und könne gar nicht belangt werden. Da hat dann nachher sogar die Regierung der Zentralafrikanischen Republik gesagt, das stimme aber nicht, bis Boris Becker dann dieses Argument fallen lassen hat. Und über die Monate kamen dann eben Vorwürfe zur Insolvenzverschleppung auf. Er habe nicht alles richtig angegeben, zum Beispiel seine Trophäen sozusagen versteckt, mehr oder weniger. Und so zieht sich dieser Prozess jetzt schon über Jahre, obwohl er eigentlich nach einem Jahr hätte vorbei sein können. Valerie Krall in London, ganz herzlichen Dank für diese Einordnung.